Ja, Stefanie Strohdrees, Vizepräsidentin von Bioland. In dieser Funktion bin ich hier. Aber ich beschreibe kurz meinen Arbeitsplatz, weil damit, denke ich, deute ich einige Themen an, die wir uns hier heute interessieren. Als Ehrenämtlerin, das kennen viele von Ihnen, sitzt man ja nicht unbedingt in einem Sitzungssaal, sondern vor allem im Büro am Telefon. Das, was einen immer aus der alltäglichen Arbeit rausreißt. Unser Büro ist hinter dem Laden. Wir haben einen Hofladen, 100 Quadratmeter, hinter der Theke ist das Büro. Dort sitze ich die letzten 2 Jahre und führe sehr, sehr viele Gespräche über unsere Vertriebsstrategie und wie es weitergehen kann. Wir haben ein enormes Wachstum zu verzeichnen, wie wir es selten hatten. Es kommt richtig viel Ware auf den Markt und wir beschäftigen uns viel damit, wo kann diese Ware hinfließen. Es sind zum Teil erbitterte Kämpfe, die wir geführt haben und die wir auch noch führen, heiße Diskussionen, oft auch sehr emotional. Und manchmal schnaufe ich tief durch, bevor ich dann wieder aus dem Büro rausgehe und stehe hinter meiner Fleischtheke. Mein Herzstück auf dem Hof, ich bin stolz, dass wir sämtliches Fleisch, was wir erzeugen, sämtliche Tiere, die heranwachsen bei uns, dass wir die selber vermarkten. Wir haben eine große Frischfleischtheke und ich habe meinem Mann vor ein paar Jahren verboten, dass noch ein Vierhändler auf den Hof kommt. Ich sage, dann mach lieber mir Druck, ich verkaufe das schon. Ja, ich bin dort und mir macht es Spaß, Kunden zu beraten, Leute zu uns einzuladen, bei uns teilzunehmen. Wenn ich auch im Laden mal Luft schnappen muss, gehe ich eine Tür weiter, sehe zur Rechten unsere Milchhütte, wo wir Milch selber verkaufen. Milchautomaten sind inzwischen bekannt. Ich gucke zur Linken und sehe den großen Milchtank von Milch, die wir nicht selber verkaufen können. Hier kommt der Milchtankwagen einer langjährigen Bioland-Molkerei. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wo die Milch hingeht. Ich weiß nicht mehr, wie die Molkerei sich finanziert. Auch sie hat sich an einen großen Konzern verkauft, bekannt hier im Raum. Und ich merke, wie ich eben doch wieder nur einen Teil selber in der Hand haben kann.